Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Sonntag und wir sitzen jetzt gerade hier in der Lobby und warten auf unser Transferbus. Wir haben ja heute Orange Bay gebucht. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, kurz damit Alexander das nicht hört. Heute war in der Bild ein Artikel, dass es hier 25 Kilometer entfernt von Hurghada eine Haiattacke gab und eine Österreicherin gestorben ist. Also da kriegt man schon ein bisschen Angst, wenn man dann so einen Schnorcheltag hat, ne? Den ganzen Tag im Wasser. Puh, tja, die Arme. Aber ich habe da gelesen, so viele Haiattacken gab es hier nicht, aber ab und zu ist ja wohl auch so Vorfälle. Na, jedenfalls sind wir heute Morgen aufgestanden. Alle mit Magenschmerzen. Nee, außer Alexandro, also Ermin und ich mit Magenschmerzen. Ich war bis jetzt viermal auf Klo, Durchfall des Todes. Ermin hat Magenbeschwerden, aber der kommt noch nicht auf Klo. Also ich war dreimal im Zimmer und hier musste ich jetzt auch einmal. Ey, drückt uns die Daumen, dass wir einfach nicht irgendwie zwischendurch Durchfall haben und kein Klo haben. Okay, wir werden jetzt gerade abgeholt und bis später. Lunchtüten bekommen, weil wir ja heute das Essen verpassen im Hotel. Also auch für euch zur Info, wenn ihr irgendwo einen Ausflug macht und euer Essen verpasst, könnt ihr am vorherigen Tag bei der Rezeption immer so ein Lunchpaket anfordern. Bekommt ihr Essen mit. Ich zeige euch später, was da alles drin ist. Das könnt ihr machen, wenn ihr ja wie gesagt das Essen verpasst. Aber Essen ist ja auch inbegriffen. Mittagessen auf dem Boot. War witzig, dass wir einfach mit so einem Auto abgeholt werden. Ich hoffe, die gehen uns jetzt nicht an die Nieren. So, wir sind jetzt hier an der Marina. Wir wurden jetzt gefragt, ob wir Tauchmasken wollen. Aber wir wurden jetzt gefragt, ob wir Masken wollen. Aber wir haben ja alles da. Und jetzt werden wir zu unserem Boot gebracht. Oh, das Wasser ist hier aber auch wunderschön. Schön, ne? Richtig schön. Guck mal, da hängt jemand. Das sieht hier echt schön aus. Aber das Wasser ist so glasklar. Das ist echt der Hammer. Mega schön einfach. So, wir sind jetzt auf dem Schiff. Wir können jetzt unsere Schuhe ausziehen. Und dann können wir hoch. Ich hab gesagt, zieh Pantoffeln an. Du sagst, es wird's egal. Sind wir die Einzigen? Oh. Privatschiff. Oh, schön. Oh, richtig schön. Wo sollen wir hin? Leute, ich komme nicht klar, wie glasklar das Wasser ist. Das ist einfach der Hammer. Guckt euch das an. So schön, so schön. Warum kann man nicht so ein Meer in Deutschland haben, oder?
So, ich zeig dich mal, was in unserem Lunchpaket drin ist. Eine eingepackte Orange und ein Apfel. Zwei Sandwiches mit Hähnchen. Ich habe Hähnchen drauf. Genau das gleiche, ne? Auch Hähnchen drin. Und dann haben wir hier eine Gurke und eine Tomate. So, wir sind jetzt losgefahren. Man hat eine mega schöne Aussicht. Aber nur schön. Getränke gibt es hier unten auch. Da kann man sich die ganze Zeit holen. Die sind dann auch umsonst. Also im Preis gebündelt. Now in your right, down. We have to tie it in the boot from the side, okay? And we have cola after lunch. And after that, we're going to do the last stop for us. It's water games and 30 minutes in snorkeling, okay? So make difference inside. Naked closer, okay? To feel more safe. So, wir sind jetzt an der Insel angekommen. Und jetzt steigen wir aus. Perfect. Okay, wait for me here, okay? Yeah, let's go. Just wait for me here. To Michael. I'm here to help, okay? If anybody wants. Yeah? That's okay. Yeah, I'm here. It's okay. Warte mal, bleib stehen. Warte mal, ist das schön, Leute. Wahnsinn. Das Wasser. Einfach nur Wahnsinn. Yalla, Huda. Mega schön. Orange Bay müsst ihr machen. Ah, so schön. Thank you.
Leute, es ist wunderschön hier. Wir haben jetzt 2 Stunden hier verbracht. Also 2 Stunden sind wirklich sehr, sehr wenig, um hier überall bei den ganzen Fotospots Fotos zu machen. Die stehen auch überall an. Wir haben jetzt wirklich wie am Fließband hier Fotos gemacht. Ansonsten ist es wirklich mega, mega krass schön, aber 2 Stunden sind einfach viel zu wenig. Ich bin schon so außer Atem. Wir waren jetzt voll lange mit dem Handy unterwegs, haben Fotos gemacht. Und jetzt war ich einmal mit der Kamera überall unterwegs, damit ich euch das hier auch auf YouTube zeigen kann. Aber es ist einfach so krass schön. Orange Island. Mega, mega schön. Müsst ihr hin, wenn ihr hier in Ägypten seid. Hurghada. Es ist zwar nur hier ein Strandabschnitt, aber die haben das echt mega schön gemacht. Jede Gruppe hat so seinen eigenen Abschnitt. Also da sind immer so Nummern dran. Und da weiß man zum Beispiel, hier ist meine Gruppe. Man kann sich natürlich frei bewegen, man kann Getränke kaufen, man kann schwimmen. Aber man muss halt in 2 Stunden wieder an seiner Nummer hier sein, damit man dann wieder mit dem Boot losfährt. So, jetzt geht's wieder zum Boot, beziehungsweise zum Schiff, mit so einem Bildchen. Und da vorne sind unsere Schiffe, ich weiß nicht, welches unser ist, aber hier ist es wie am Fließband. Die Touristen kommen und gehen. Hier lang? Dabei, dabei. Oh. الواحد بس في الحمام فعلى بال ما تدور الكعبة يكون جاي. عمر عامل ايه؟ تمام؟ يلا يا جماعة Darfst du da sitzen? Du warst ja gerade auch. Ja? Okay. Nur da und da. Tschüss, Orange Bay, war schön. Okay, let's go. So, jetzt wird hier geschnorchelt. Hier ist ein Korallenriff. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Es ist sehr windig. Jetzt gehen hier alle nach und nach ins Wasser und können hier schnorcheln. Genauso wie ich. Ready. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got the system, my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. Things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. They're like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things I love. We don't have to move so fast. Baby, I will show you how. You can catch my vibe and right away. So much time looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got the system, my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door. Hier am Weinriff. Ich bin schon raus. Ich die beiden kommen jetzt auch raus. Ja, es war ohne Schwimmweste echt schwer bei den Wellenbahnen. Mit dieser Schnorchelmaske gut zu schwimmen. Aber das Wasser ist einfach nur wunderschön. Das ist das Korallenriff.
Edwin springt jetzt hier runter. Wir sind jetzt geschnorchelt, es war aber echt anstrengend, weil echt total viele Wellen sind. Ja, auf jeden Fall ist das Korallenriff wirklich schön. Wir haben Videoaufnahmen gemacht, die seht ihr dann später. Him? Finish? Finish? Take more. It's all for you guys. Okay, enjoy the lunch. Ja, jetzt ist mein Akku gerade unten leer geworden. Auf jeden Fall gab es unten jetzt lecker Essen. Wir haben gegessen, es gab jetzt auch nochmal eine Cola für uns. Und wir sind hier immer noch am Korallenriff und gleich geht's weiter und dann gibt es noch einen nächsten Stopp. Bis gleich! Hier wurde jetzt nochmal geschnorchelt. Das ist mega, mega schön hier. Man kann hier hinschwimmen und hier ist so eine Sandbank, da kann man sogar ab. Das ist ein gerade ins Wasser. Schatz! Ich rede mal gleich weiter, bis man den Ärmel reinspringt. Also es macht so mega krass Spaß hier rein und Alexander schwimmt auch die ganze Zeit hier ohne Weste. Eigentlich kann der echt gut schwimmen. Aber vorhin, da waren solche Wellen an diesem Korallenriff. Da habe ich selber eine Weste gebraucht, habt ihr ja vorhin gesehen. Auf jeden Fall, hier ist so eine Sandbank da. Das dunklere, was ihr seht, das ist ein Korallenriff. Richtig schön. Und gleich fahren wir hier noch Bananaboot. يا حبيبي عامل ايه؟ ازيك يا مرحبا؟ كله تمام؟ طب يلا for us. I like it all.
Seli, wir sind jetzt hier nach Bananaboot gefahren und dieses, wie heißt das andere Kissen? Nee, dieses Kissen da, wo man sich draufsetzt. Das war auch witzig. Und gerade haben wir noch, Parasailing gemacht, das war auch ganz cool. Alexander durfte auch ein bisschen mit dem Boot fahren. Aber ihr habt das ja, glaube ich, alles gesehen, oder? Auf der Action Cam. Und jetzt wird uns hier noch Melone angeboten. Was haben wir da? Ah, thank you. Und ist du? One? Baby? Papa? No. Thank you. Warum? Okay. Auf jeden Fall alle freundlich hier, ne? Ja, die sind schon zu freundlich. Und wir haben jetzt für Parasailing wie viel bezahlt? Das darfst du gar keinem erzählen. 10 Euro pro Person. Ja. Wir haben in Kroatien, habe ich 80 oder 90 bezahlt für uns beide. Mhm. Und hier einfach 30. Und wir hätten sogar noch handeln können, glaube ich. Ja, also wenn ihr Parasailing auch machen wollt dann, und ihr so eine Bootstour gebucht habt und die hier so Watersports anbieten, dann macht das hier vor Ort, das ist günstiger dann in dem Moment. Ja, am Hotel wollen die, wollten die das Auto total billig, 25 Euro. Ja, war auch günstig. Aber da ging es auch mit 50 Euro los und wir haben die auf 25 gedrückt. Immer schön runterhandeln. In den arabischen Ländern oder in den muslimischen Ländern eher gesagt, ist das ja gang und gäbe mit den Handeln. Da könnt ihr das machen. Na? Schön. Jetzt kommen wir aber langsam nach Hause. Ja. Will zum Abendessen. Ich will duschen. Ja, duschen. Eigentlich will ich noch mal reinspringen. Wo ist Alexander? Der springt die ganze Zeit bestimmt wieder.